Tag zusammen. Glück auf, ahoi. Hallöchen und moin. Wir sind unterwegs miteinander zwischen Emscher Park und Nordstern Park. Heute mal mit der Action Cam unterwegs, mit Weitwinkel. Ja, und extra viel halben Blick und halben Panorama auf der Schurenbachhalde. Also viel Spaß und kommt einfach mit ein Stück. Zwischen Altenessen, Kanab und Gelsenkirchen. Grünes Idyll zwischen Emscher Park und Nordstern Park. Noch fließt die Köttelbecke hier überirdisch, aber das Ganze wird ja renaturiert. Ich freue mich drauf. Auf geht's auf Ruhrpott Mountains. Die Schurenbachhalde. Ich war tatsächlich wirklich noch nicht hier. Schande. Immer dran vorbeigefahren, drumherum und drunter durch. Aber ideal. 16, 17 Grad. Anfang Juni. Wunderschönes Wanderwetter. Herrlich. Und ich habe mich schon beklagt, es gäbe hier keine Wegweiser und müsste hier querfeldein hoch. So, dann halt den direkten Weg über die Treppe, ne? Ist auch schön. Gut für die Oberschenkel. Allerfeinstes Wetter, schönste Bewölkung, herrlich. Da hinten, da ist die Bramme, Schurenbachhalde. Ein Ruhrpott Mountain von ungefähr 300. Ach, das ist ein herrliches Panorama. Auf dem Dach vom Ruhrgebiet. Herrlichstes Panorama. Faszinierend,
aus wie vielen Perspektiven man diese Bramme hier ablichten kann und wie wahnsinnig beeindruckend das aussieht, obwohl es scheinbar gar nicht viel ist. Also die Schurenbachhalde, das ist ja wie eine kleine Mondlandschaft. Eine Bramme in der Mitte und das ist einfach Kunst. Mehr brauchst du auch nicht, weil Panorama ist auch so schön. Jetzt geht es auf irgendwelchen absonderlichen Pfaden rüber zum Nordsternpark und wieder retour zum Parkplatz. Wir brauchen Rum, 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 sonst verdursten wir. Prägt euch dieses wunderschöne, pittoreske Kanal-Köttelbecken-Panorama ein. Denn bald sollst du das ja nicht mehr sehen. Ne? Dann ist die Emscher wieder blau oder unterirdisch. So, hier kann man sich informieren. Worüber? Blaues Pumpwerk Gelsenkirchen. Kraftvolle Technik im Verborgenen, siehste. Und natürlich auch der Emscher-Umbau auf dem Weg ins neue Emschertal. Das finde ich ja ganz herrlich, dass man immer auf seinen kurzen Spaziergängen und Rundwanderwegen auch immer ein kleines bisschen was mitnimmt, ne?
Also abwechslungsreich ist das hier heute allemal. Ne, wir loben hier gerade die Wegequalität. Und zwar haben wir von jedem etwas dabei, ne? Ein kleines bisschen staubiger Wege, bisschen Asphalt, bisschen Wiese, bisschen Berge, bisschen Halde, bisschen Wasser. Ach, was willst du mehr? Eigentlich haben wir hier alles, ne? Kumpel Riviera haben wir auch gesehen, Köttelbecke auch da. Eigentlich eine super schöne Tour. Schön abwechslungsreich, ganz toll. Riecht ein bisschen, aber gibt Schlimmeres. Ja Mensch, da sind wir aber auch schon wieder. Fast am Ende unserer kleinen Rundtour zwischen Emscher Park und Nordstern Park. Also ehrlich gesagt, mir hat er gefallen und ich war tatsächlich echt wirklich noch nie auf der Schurenbachhalde. Aber es ist wirklich abwechslungsreich, ne? Man hat wirklich von jedem etwas dabei. Das war ganz entspannt, Wetter super, Temperaturen klasse, schön mit Wind. Nicht zu voll, nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu nass, nicht zu trocken. So ist das nun mal bei uns im Potte. Das ist immer alles irgendwie ideal. Und ansonsten musst du das Beste draus machen. Hat es euch gefallen, dann jo, folgt doch einfach mal der Tour oder jo, schickt mal einfach irgendwie einen Vorschlag, wo ich vielleicht auch noch mal hingehen könnte. Jo, also ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei wart. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann erzählt es weiter und bleibt vor allen Dingen gesund. Macht's gut, bis bald, euer Schrömi von Sporteinander.